Fischer, ich kann das gar nicht deutlich genug betonen. Wenn auch nur ein einziger japanischer Soldat stirbt, riskieren wir den Dritten Weltkrieg. Sollte es Opfer geben, werde ich die Mission sofort abbrechen. Verstanden. Such unsere Offiziere und finde heraus, was zur Hölle hier vorgeht. Ich werde sie finden. Meine Fresse. Das war jetzt ein beschissener Zufall. Hast du die Nachrichten gehört? Die Rettungsmission war erfolgreich. Willst du mich verarschen? Nein. Dieser Chinese, er ist durch den Weltraum spaziert und hat seine Kapsel mit der Station verbunden. Dann hat er die Astronauten einen nach dem anderen zur Kapsel gebracht. Wow, das ist fantastisch. Kann man wohl sagen. Und? Was ist diesmal schiefgelaufen? Nichts. Nichts ist schiefgelaufen. Der Wiedereintritt verlief reibungslos. Sie haben die Kapsel vor etwa einer Stunde auf den Ozean geworfen. Die Astronauten sind ein wenig lebendig. Das war auch das Ende vorhin von mir. Ja, das ist natürlich. Aber hier ist doch nichts. Schnell. Ich bin nicht ja hier wieder gelandet. Ja, das erklärt es natürlich. Geil. Oh shit. Wer ist da? Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Da! Oh Mann. So ein Schrott. Sieht aus, als gäbe es ein Problem. So. Nee. Nee, du. Nee, du, nee, du. Jedenfalls im Dunkeln. Ich kann das ja eh nicht ausmachen. Selbst mit dem Dings nicht. So.
Hä? Ah. Dann geht's halt so. Da siehst du mal, wie an der Grenze der Technik, das damals war mit der dritten, mit dem Splinter Chaos Fury, wenn du selbst nicht mal die Dings hochklettern kannst, sondern dass du da schon wieder so einen Ladebalken rein zwischenschieben musst. Das ist alles halt nicht mehr gut gewesen für den Umfang der Spiele. Und deswegen gilt die Xbox-Version als die bessere. In allen drei Varianten. Version. Das braucht man hier. So, nehmen wir gleich mit. Ne, der Empfang ist. Hä? Bin ich blind jetzt? Aber von hier bin ich doch gekommen, oder nicht? Ja. Oh, oh. Super, ins Helle auch noch. Ja, das ist ja blöd. Die Frage ist, wo hätte ich denn lang gemusst? Naja, Colt, alles normal. Was macht man nicht alles? Wo hätte ich denn da lang gemusst? Hä? Geht doch bloß hier lang. Bewegt sich da hinten jemand? Wer? Weiß ich nicht. Deswegen bin ich ja so beunruhigt. Wie blöd ist das denn? Hast du das gesehen? Entspann dich. War bestimmt gar nichts. Na, ich weiß nicht. Warte mal, die Musik geht mir so ein bisschen auf den Sack. Hey, aber wo jetzt? Ja, aber das ist doch blöd, wenn das hier alles an ist, das Licht. Wie willst du denn da, bitteschön, das noch verbessern? Hä? Das ist mir ein Rätsel. Weil im Endeffekt, aber ich hätte schwören können, dass ich bin anders lang gegangen. Der Empfang ist doch hier. Hä? Der Empfang ist doch was anderes, oder irre ich mich? Ist doch hier. Warte mal, ich muss mal gerade mal gucken. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nee, das ist da, aber das ist doch nicht der Empfang. Hä? Der Empfang ist doch hier in dem Bürobereich, aber das. Hä? Was muss ich das jetzt nicht? Muss ich das jetzt kapieren? Nee, das ist richtig.
Ja, Büroräume. Das ist schon richtig. Aber wie willst du denn da jetzt an die Kirche da vorbeikommen? Das geht doch gar nicht. Ohne dass du auf die schießen durst, beziehungsweise K.O. machen durst. Ja, aber das Problem ist, wenn ich die K.O. mache, verballer ich jetzt einen Haufen Zeug. Das ist ja blöd. Das füllt ihn jetzt ein, oder was? Ich geh kaputt. Hier ist doch gar kein Kameramann. LOL. Warum werden diese Männer festgehalten? Wer? Beantworte die Frage. So lauten meine Befehle. Wessen Befehle? Was? Die vom General. Du meinst doch sicher Admiral. Was meinen Sie? Deine Befehle. Kommen sie von Admiral Otomo oder nicht? Nein! Sie sind keine Geiseln. Wir halten sie nur fest. Wir haben Befehl, nicht auf sie zu schießen. Sollen sie einfach nur hier festhalten? Hä, bin ich schon in dem Bereich, wo die Geiseln sind? Für mich sind's Geiseln, Mann. Bin ich da komplett verkehrt hier rein, oder? Nee. Hundertprozentig bin ich hier. Also irgendwie hätte ich da anders mal. Hä? Würdest du da anders lang gehen sollen? Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Also, hä? Das ist doch nicht der Flur, oder? Oder haben die das so umgestaltet, dass man das gar nicht mehr so. Das ist ja komisch. Meine Güte, da. Alter Schwede. Hä? Ist ja alles viel zu hell hier. Ich kann ihn nicht mal ausmachen, oder? Kann ich nicht ausmachen. Das ist ja blöde. Ja, hä? Da bin ich ja komplett verkehrt. Hä? Was habe ich denn da alles umgangen? Da habe ich doch den kompletten Empfangbereich umgangen. Ist ja kein Wunder, warum ich gesehen wurde.
In Ordnung, Jungs. Was geht hier vor? Gott sei Dank, ein Amerikaner. Wann können wir gehen? Langsam. Ich bin nicht euer Babysitter. Sagt mir, was ihr wisst, dann kommt vielleicht später jemand anders, um euch herauszuholen. Nun, die japanische Armee hat das gesamte amerikanische Personal zusammengetrieben und uns eingesperrt. Zuvor haben wir einige Generäle und Minister eintreffen sehen. Wo sind sie hingegangen? In die Operationszentrale, im Untergeschoss. Die Türen zu den unteren Ebenen sind verriegelt. Hier war gerade eben erst ein Offizier, der nach einsatztauglichen Freiwilligen suchte, die dort hinuntergehen sollten. Vielleicht sind die Türen ja jetzt offen. Danke für den Hinweis. Sam, wir müssen alles aufzeichnen, was bei diesem Treffen passiert, damit wir es dem Generalstab präsentieren können. Wo ist die Operationszentrale? Im Untergeschoss, unter der Hauptebene. Es würde die Sache beschleunigen, wenn du nicht einige der Bedrohungen beseitigen ließest. Vergiss es, Fischer. Bevor wir nicht wissen, wer der Feind ist, gibt es keinen Feind. Kein Feind bedeutet keine Toten. Finde dich damit ab. Wie meinst du das? Nun, es ist doch nicht so, als gäbe es irgendjemanden, der so verrückt wäre, hier einzudringen. Das hier ist der leichteste Job der Welt. Ist wieder die Dings aus gewesen. Oh, nicht schlecht. Also heute ist der Wurm drin. Komplett. Die letzten Streams eigentlich. Das hat am Anfang so gut funktioniert. So, mein Guter. Nettes Gebäude. Wir sind... Ich werde vorschlagen, dass man euren Designer anheuert, um das Pentagon mal auf Vordermann zu bringen. Was wollen Sie? Die allerneuesten Nachrichten. Was geschieht hier heute Nacht? Was? Ich weiß von nichts. Du weißt vermutlich mehr, als du glaubst. Rede einfach drauf los. Einige Männer wurden umverteilt, halten drinnen Wache. Und vorhin war hier ein Hauptmann und hat Freiwillige gesucht. Ich... bin nicht sicher, wofür. Nochmal? Ein paar Schlipsträger und Offizielle sind zu einer Krisensitzung erschienen. Naja, ich nehm's mal so hin. Hä? Wie sieht denn der? Das ist doch vollkommen dunkel. Ist mir egal, kommst du halt mir entgegen, ist mir doch scheißegal. Komm mir ruhig entgegen. Ich helfe dir gerne.
So. Ach, das ist noch einer. Tschüss. Ja, die Armeebasis. Haben wir das auch jetzt geschafft? So, jetzt wird's interessant. Das ist eine ganz blöde Stelle. Jetzt wird's interessant. So. Und dann Splinter Cell wird dann auf YouTube weiter fortgesetzt. Natürlich mit Double Agent. Toll, kann ich auch nicht ausmachen, Alter. Erstmal kurz hier. Fischer, wie es aussieht, sind diese Wachen mit nicht tödlichen Waffen ausgerüstet. Warum? Der einzige Grund, der mir einfällt, warum sie Kampftruppen damit ausrüsten sollten, ist, dass sie jeden verhören wollen, den sie erwischen. Nun ja, ich war noch nie besonders gesprächig. Okay, jetzt muss ich ganz ruhig sein und auch vorsichtig. Nicht tödliche Waffen, das geht ganz schnell. So einfach geht das. Nettes Spielzeug. Was für eine Munition verschießt das Ding? Was halten Sie davon, wenn Sie mich loslassen und ich es Ihnen zeige? Werd jetzt nicht frech. Ah, okay. Es ist so eine Art Taser-Munition, elektrisch. Interessant. Hast du etwas davon übrig? Sie können mich nicht einfach so durchschütteln und anschließend meine Munition vom Boden aufheben. Du bist ganz schön aufmüpfig für jemanden, der ein Messer an der Kehle sitzen hat. Ah, okay. Ich glaube, sie bewahren zusätzliche Munition im Lagerraum auf. Könnten Sie bitte das Messer etwas weiter weghalten? Damit du mir eins überbraten kannst, mit Sicherheit nicht. Das war doch eine Rundumkamera, nicht? Wenn ich mich richtig entsinne. Also hier speichere ich fast mal jeden Meter ab, muss ich glaube ich. Weil das mit der nicht tödlichen Munition, das ist unlustig. Definitiv, das ist nicht lustig. So. Da haben wir den Beweis. Das ist kein Zufall. Welchen Beweis denn? Erzähl doch keine Opern hier. Hier, außer Geister und Schatten. Mit Schatten könntest du sogar recht haben. Ich glaube, der hat mich jetzt gesehen, das ist aber nicht schlimm.
Das Ding kann ich hacken, das ist auch kein Problem. Genau, vergiss einfach. Sechzig zehn, vierzig. Nochmal, es war so klar. Das war so klar, dass es kommt. Hätte ja gut gehen können. Ich finde das blöd hier, dass du bei wegen der PS2, dass du so viel Lichter nicht ausschalten kannst. Das finde ich immer Mist. Könntest du so schön regeln alles. Bitte töten Sie mich nicht. Ich bin eigentlich ganz nett. Die Frage ist, lohnt es sich, den da ran zu klatschen? Ja, wir schalten ihn aus, ist besser. Wir schalten ihn aus. So, 40, 10, 93, 40, 10. Aha. Keine Laser. Speichern wir hier auch mal ab. Hab nämlich keinen Bock, das normal zu machen. Ja, die PS2-Variante ist an sich schwerer und vor allen Dingen sich eigentlich schwerer als die Xbox-Variante, weil die Xbox-Variante kannst du doch viel mehr machen. Da hast du nicht so die Limitierung drin. Na? Scheiße. So, Alter. Strenge Sicherheitsvorkehrungen habt ihr hier. Offenbar sind die nicht streng genug. Sag mir etwas, das mir hilft, hier leichter vorwärts zu kommen. Okay, okay.
Wir haben kürzlich einige Infrarotkameras installiert. Soweit, so gut. Es gibt außerdem noch einige Infrarotsensoren um die Operationszentrale herum. Tatsächlich? Was noch? Ich bin nicht sicher, was Sie da unten in den Untergeschossen für Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Ja, werden wir ja sehen. Aber erstmal danke für die Auskunft, mein Guter. So, oder? Kein Schalter oder so? Neunundsechzig, zehn. So. So. Aber wo ist das? Hier war doch bestimmt irgendwie... Komisch. Ziele. Töten Sie niemanden, bla bla bla. Out. Ganz komisch. Aber hier war doch einfach irgendwas Wichtiges drin, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nicht aufpassen. Der Typ kann natürlich... Jetzt muss ich warten. Der kommt erstmal zurück.
Gut. Gut, 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 gut. Fischer, laut GPS befindest du dich in der Nähe der Operationszentrale. Unseren Informationen zufolge handelt es sich um einen abhörsicheren Raum. Um aufzuzeichnen, was sich in seinem Inneren abspielt, musst du einen Weg hineinfinden. Die Sicherung mag vielleicht elektronische Eindringlinge abhalten, aber ich wette, dass der Raum nicht luftdicht ist. Vermutlich nicht. Frage ist natürlich... Wir haben hier einen Eindringling. Ach, da vorne ist noch einer. Ja. Das speichern wir mal lieber, wa? Weil die Action brauche ich jetzt nicht. So, das hätten wir nämlich auch erledigt jetzt. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen, alles. So. Das ist doch eine Drecksau. Kann man kein Kamerasteuersender oder sowas? Haftkamera. Gasgranate, Haftkamera. Okay. Das hätte mich jetzt umnieten können. Ja. Machen wir wieder harte Kamera, wa? Oder kommt jetzt hinten rum die Sau? Nee, nee. War das? Hab ihn verloren. Er ist einfach verschwunden. Okay, ich gebe es zu. Ich habe Angst. Hä? Ist das euer fucking Ernst jetzt? Nee. Oh!
Jetzt? Jetzt setze? War klar. Ist doch scheiße. Ich müsste die eigentlich runterziehen, aber die Kamera sieht mich ja gleich wieder. Sam, ich habe hier einige Informationen über das Gebäude. Dieser Lüftungsschacht müsste genau über der Operationszentrale enden. Ich werde versuchen, das Treffen von dort aus mit dem Lasermikrofon abzuhören. Gut. Wir lassen es dich wissen, wenn wir genug haben, um den Generalstab glücklich zu machen. So, und jetzt? Hier ist Admiral Otomo. Admiral, was hat das zu bedeuten? Sie werden die Nachkriegsverfassung aufheben. Sie werden die sofortige Remilitarisierung Japans befehlen und die Regierungsmacht wieder dem Kaiser übertragen. Die USA werden dies politisch und militärisch unterstützen, um sich von weiteren finanziellen und militärischen Verpflichtungen zu befreien, womit unsere Beziehungen in Asien beendet werden. Das ist unmöglich. Selbst wenn wir die Verfassung aufheben, Der Kaiser wird tun, was das Militär von ihm verlangt. Ich bin Realist. So etwas braucht Zeit. Ich vertraue auf Ihre Ehre und Ihre Vernunft und gebe Ihnen daher 96 Stunden. Das Volk wird das niemals zulassen. Werden meine Forderungen innerhalb von 4 Tagen nicht erfüllt, veranlasse ich den Start einer nordkoreanischen Rakete, um mit ihr eine japanische Stadt meiner Wahl zu vernichten. Dies kostet leider Millionen von Menschenleben, aber es wird den Willen des Volkes stehen. Im Namen Ihrer Ehre und zum Wohle Japans bitte ich Sie, zwingen Sie mich nicht zum Äußersten. Das war's. Er hat die Verbindung unterbrochen. Mein Gott! Oh mein Gott, Fischer! Das ist der Beweis! Otomo hat die japanische Regierung die ganze Zeit manipuliert. Na, wenigstens unterstützt sie ihn nicht. Wie geht es jetzt weiter? Wie stoppen wir Otomo? Wenn wir Glück haben, müssen wir das vielleicht gar nicht mehr tun. Wie meinst du das? Grimm. Dieser General macht mir Sorgen, Fischer. Er sitzt schon die ganze Zeit recht schweigsam an seinem Laptop. Greif von hier aus darauf zu. Lass uns nachsehen, was er vorhat. Geht in Ordnung. Mein Gott, wir sind verloren. Wir können das nicht tun. Wir können den Amerikaner... Noch einmal der Admiral, Sir. Admiral, wir... Signal! Sie verschwenden Ihre Zeit mit feigen Ausflüchten. Wenn Sie nicht ehrenhaft handeln wollen, werde ich Sie dazu zwingen. Sie werden sich dem Willen unseres Volkes beugen, wenn Nordkorea erst eine unserer Städte vernichtet hat. Sie werden schon noch sehen, welche Stadt ich meine. Was können wir tun? 72 Stunden. Wie erreichen wir den Kaiser? Otomo will eine nordkoreanische Rakete auf sein eigenes Land abfeuern. Von welchem Zeitraum reden wir? Könnte sich um Stunden handeln oder um Minuten. Geh nach unten und zerstöre seine Server. Wann holt er mich denn hier raus?
Wenn du diese Server nicht zerstören kannst, bevor Otomo den Start auslöst, wird es dazu keine Veranlassung mehr geben. Und wenn ich die Server zerstöre? Wir denken gerade darüber nach. Na, das ist ja mal ein unausgegorener Plan. Das mit dem Mikrofon ist heute ein bisschen fragwürdig, echt. Jetzt habe ich, müsste ich Fifth Freedom haben. Ich habe gerade mit dem Generalstab gesprochen. Die Anordnung, niemanden zu töten, wurde aufgehoben. Fifth Freedom für alle. Ausgenommen Otomo. Du machst Witze. Wir brauchen ihn lebend. Sein Profil ist ziemlich eindeutig. Er würde angesichts der Beweise vor einem Kriegsverbrechertribunal nicht lügen. Das würde sein Ehrgefühl verletzen. Er soll die Verantwortung übernehmen, damit Japan Nordkorea gegenüber ohne Schuld dasteht? Richtig. Wenn Otomo stirbt, stehen wir wieder ganz am Anfang. Ich will, dass er noch atmet, wenn du ihn zurückbringst. Alter. Ich würde das nicht mal in echt machen wollen. Oder so. Ja, oder lass dich ruhig ins Wasser ziehen. Wie so zum Beispiel. Hier ist keiner, also ich kann das. Ist der allen Ernstes seine eigene Mine gerannt? Scheint so. Oh nee. Fischer, Nordkorea hat NORAD und den Präsidenten kontaktiert. Sie berichten, dass sie die Kontrolle über eine Raketenstellung verloren haben. Sie können den Start nicht abbrechen und wissen nicht, ob sie die Rakete rechtzeitig vernichten können. Wie viel Zeit bleibt noch? Sie sagen, noch 3 Minuten bis zum Start. Oh, scheiße. Ich glaube, dass ich den Server rechtzeitig erreichen kann. Beeil dich! Alter Schwede, hat der sich selber in die Luft gejagt? Ist der bekloppt, ey. Jetzt muss ich erstmal schauen. Versuch mich erstmal, du Idiot.
Ich speichere hier lieber mal ab. Das mache ich lieber mal vorsichtshalber. Dun, 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 dun. Da ist das aber schön. Jetzt, ich glaube, das sind zwei gewesen, irgendwie, oder? Was ist denn der Scheiß? Was ist denn der Trottel? Gute Idee, Fischer. Jede Information über die Vorgänge hier kann uns nur von Nutzen sein. Völlig richtig. Gott sei Dank, Fischer. Der Start wurde abgebrochen. Ja, aber ich glaube, ich habe die Nachbarn geweckt. Kämpf dich da durch, Sam. Und dann bring uns Otomo. Lebend. Mit Vergnügen. Das gefällt mir gar nicht. Na? Hallo? Ey, könntest du mal... So... Ach du Scheiße. So, dann. Ist die Frage, wo muss ich hin? Ah, ich glaube hier lang. Ich guck lieber nicht, dass der hier irgendwie was versteckt hat noch. Schön, mal erstmal ein bisschen speichern, wa? Vorsichtshalber. Nicht, dass da irgendwas vorhin Unvorhergesehenes noch kommt. Man weiß nämlich nie. Habe ich jetzt gelernt. Puh. Was haben Sie getan? Geben Sie auf, Admiral. Es ist vorbei. Glauben Sie, ich würde mich Ihnen ergeben? Glauben Sie, ich würde Ihrem Volk erlauben, mich meiner Würde zu berauben, mich in Ketten zu legen? Nein, mein Volk hat Ihre charmant subtile Unterdrückung ertragen, mehr als 60 Jahre lang. Also, subtil hat mich noch niemand genannt. Amerikaner,
Ach, immer das Gleiche mit den Leuten. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, hier nimmt sich jemand ein wenig zu wichtig. Wir können es uns nicht leisten, ihn sterben zu lassen, Fischer. Geh zu ihm und versuche ihn zu stabilisieren. Schnell! Ja, ich versuch's, wenn ich ihn finde. Ah, hier hab ich's. Gute Arbeit, Fischer. Sein Zustand ist stabil. Wir müssen ihn dort rausschaffen. Spreng dir den Weg frei. Wir befinden uns über 100 Fuß unter Wasser. Es bleibt keine Zeit für einen Druckausgleich, Fischer. Das wird zwar ein Schock für deinen Körper, aber wenigstens bleibt dir die Taucherkrankheit erspart. Das nächste Mal übernimmst du die Mission und ich denke mir diese verrückten Pläne aus. Ja, und wenn man jetzt nicht aufpasst, hatte ich schon mal, dann wird tötet einen das Wasser töten hier. Ja. Sag ich doch. Lieber mal weiter weggehen. Ich habe mal privat gezockt und da war ich zu nah dran. Das war nicht mal die Bombe, die mich getroffen hat, sondern eher das Wasser. Töten Sie niemanden. Ich habe ja keinen getötet, Mann. Ach so, alles klar, weil ich hier für Freedom hatte. Ja gut, drauf geschissen. Also hat die Ende sich sowieso selber weggesprengt. Ja, geht doch. Wenn man bedenkt, ich habe schon lange kein Splinter Cell mehr gespielt. Sieht doch gut aus. Der mittlerweile allseits bekannte japanische Admiral Toshiro Otomo hat heute vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ein überraschendes Geständnis abgelegt. Otomo gab zu, eine Verschwörung angezettelt zu haben, mit dem Ziel, einen internationalen Konflikt zu provozieren. Weitere Nachrichten. Der chinesische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Long Dan, hat heute für seine Friedensbemühungen den Friedensnobelpreis erhalten. Präsident Bowers hielt heute, nachdem die Krise beigelegt wurde, eine Ansprache an die Nation. Und abschließend möchte ich diesen historischen Moment nutzen, um all den ungenannten Helden in unseren Geheimdiensten für die Arbeit zu danken, die sie jeden Tag aufs Neue für uns leisten. Sie haben die Welt vor einer Katastrophe bewahrt. Vielen Dank, Mr. President. Der Boss ist zufrieden. Wie steht's mit mehr Geld? Die kürzen unsere Mittel. Muss dich wohl auf einen längeren Urlaub einstellen. Oh. So, das war Splinter Cell Chaos Fury. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen, das Spiel. Man merkt einfach, ich habe schon seit langer Zeit die PS2-Version nicht mehr gespielt. Die kommt teilweise schwerer rüber, weil ganz einfach dadurch, dass du nicht alle Lampen ausschießen kannst. Das ist heftig. Aber gut, man kann nicht alles mehr können, weil das ist ja schon länger her. Auf alle Fälle könnt ihr euch auf Splinter Cell Double Agent einstellen. Das war der letzte Spielestream auf Twitch. Zukünftig kommen hier Meinungs- und Reaction-Streams. Wann die starten, kann ich erst noch nicht sagen. Es wird auf YouTube weitergehen mit Spielestreams. Dann mit Double Agent und ab nächste Woche mit GTA 5 Story-Modus. Und wann GTA Online kommt,
Wissen wir noch nicht, geplant ist eigentlich nächste Woche Freitag. Das hängt natürlich davon ab, ob Wesker Zeit hat. Also der will mir dann noch rechtzeitig Bescheid geben. Auf alle Fälle kommt das dann noch. Und wir machen erstmal jetzt am Mittwoch auf YouTube weiter mit 24. Vielleicht schaffen wir das sogar auch noch durch. So, das wär's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen, wie gesagt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Oder wie ihr findet, dass ich das jetzt mehr auf YouTube jetzt verlagere. Und die Meinungs- und Reaction-Streams auf Twitch mache. Und die natürlich dann hochlade auf YouTube natürlich. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuschauern und wünsche euch noch ein schönen Tag oder eine schöne Woche oder schönen Rest Sonntag, je nachdem wann ihr jetzt schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder. Egal auf Twitch oder auf YouTube. Also, over and out.